Sonntag, der letzte Tag vom Treffen. Ist noch recht früh. 6 Uhr. Draußen. Knapp 10 Grad. Wir können ja mal gucken, was. Also die schlafen alle noch. Gucken mal raus. Guckt euch das an. Schlafen jetzt alle natürlich noch. Sind schon jetzt ein paar wach. Schaut mal. Ja, die erzählen noch ein bisschen und ich mache erstmal Frühstückchen. Ja, ich habe beschlossen, ich werde wahrscheinlich so Mittag rum losfahren. Vielleicht so um 2 rum. Und möchte dann noch 20, 25 Kilometer aus Kassel rausfahren Richtung Gießen. Dann werde ich auch mal die Karte hier einblenden. Und mir denn da irgendwo eine ruhige Stelle suchen und dann da die Nacht verbringen. Ja, so ist es immer der Plan. Mal gucken, noch was auch so umsetzen. Dann würde ich sagen, erstmal einen guten. Ja. Mal, der liebe Andreas ist auch wieder da. Morgen. Und er fährt heute auch nach Hause. Mhm. Schon so um 10 Uhr, 11 Uhr. 10, ja. 10 Uhr nach dem Frühstück. Ja. Geht's los. Auch Richtung Südwesten fährt er so. Mhm. Leichtes Südwesten. Ja. Und vielleicht. Ich wohne ja da, ich muss da wieder zurück. Ja, genau. Er wohnt im Südwesten. Vielleicht fahre ich da auch noch hin heute. Muss mal gucken. Ich will nämlich ein bisschen später losfahren. Aber vielleicht fahre ich noch zu ihm hin. Müssen wir mal gucken. Ja. Könnte ich eigentlich machen. Das sind allerdings 45 Kilometer. Muss ich ein bisschen weiterfahren, wie geplant. Und guck mal, wer jetzt hier aufsteht. Hallo Olli. Morgen. War kalt. War kalt, ja? So, die ersten fahren los, die verlassen den Platz. Machen noch eine kleine Abschiedsrunde. Geht Richtung Braunschweig. Guten Morgen. Gerade ein Käffchen. Der Pfälzer ist auch hier. Ja, Micha ist auch da. Frühstückchen, genau. Olli fährt leider schon los. Ist noch relativ früh. So um 11. Aber will nach Hause. Haust du rein? Tschüss. Tschüss. Gute Fahrt. Guck hier. Da fährt er lang hin. Wo will er eigentlich hin? Ist das nicht in verkehrte Richtung? Muss nach da, Olli. Nein, was der für Dampf hat. Nicht der Motor, das sind die Fäden. Die Felgen sind der Motor. Ja, ist unglaublich. Wahnsinn. Oh, hier liegt ein bisschen Müll rum, aber die sammelt hier das Leergut. Extra hier für Pfand. Guck mal. Oh, Alter. Kann ich auch mal fahren? Ja. Aber frei. Dann fahr ich doch mal eine Runde. Oh. Das ist ja Wahnsinn. Das ist unglaublich, die Kraft hier. Kann ich überhaupt bremsen hier? Ja. Bremsen auch sehr gut. Das ist Wahnsinn hier, dass sie fährt. Unglaublich. Oh, hier ist ein Hund. Hund im Weg. Och, das war der Liebe. Der Liebe. Naja, naja. Ich fahr langsam. Oh, da komme ich mal zu euch hier. Guck mal, ich habe einen neuen Wohnwagen. Herrlich. So könnte ich jetzt schön gemütlich nach Hause fahren. Herrlich, alles wirklich gut. Machen wir noch eine Runde. Also hiermit kommst du wirklich locker 20-30% Steigung. Also unglaublich hier das Teil. Schön. Mach's gut. Komm gut nach Hause. Würde ich nicht empfehlen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Uwe Seimer. Mit bei Uwe. Du siehst dich. Mach's gut, ja? Mach's gut. Das ist noch ein Wohnwagen, den ich gar nicht gefilmt hätte. Läuft mir jetzt zum Schluss durch die Linse. Fortuna Camper. Das war schlecht. Ja so ein Vater-Sohn-Projekt. Oh, ihr habt ja sogar gefedert. Schaut mal, der ist sogar gefedert. Schlecht, das sieht ja interessant aus, ja, wie ihr das gemacht habt. So sieht es innen aus. Auch nicht schlecht.
Ja, einmal frei. Super. Schönes Ausstellfenster, da ein Fenster. Hier schön ein paar Fächer. Hier die Elektroanlage, sage ich jetzt mal so. Ja, super. Einmal frei. Und wie habt ihr gebaut? Aus was für einem Material? Das ist das Baustellenschild von Reklam. Ah, dann ist hier unter der Tafel und das ist Alu. Ah, hier habt ihr Alu genommen. Ah, sieht cool aus. Ja, nicht schlecht. Aber frei. Gute Reise. Komm gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ja? Tschüss. Gute Fahrt. Jungs machen noch eine Runde hier. Die Harten bleiben noch hier. Ich habe ja gar kein Fahrrad mit. Ich kann nicht ach so, von Hand. Ich dachte, du bist aus der Schweiz mit dem Wohnwagen herfahren. Nee. So, da kommen sie wieder, die Jungs. Kleine Ehrenrunde. Guck das jetzt an, Wahnsinn. Guckt euch an, die Helden. Auch von Ledern. Ui. Das war knapp. Es werden nur noch die Luftballons hinten und so eine Schildkröte. Wie bei Mario Kart. Ja. Gute Fahrt. Weil ich versuch's mal. Das muss ich hin. Gute Fahrt. Wer nicht dabei war, seid beim nächsten Mal dabei, ne? Das würde ich auch sagen, genau. War schön, oder? Ja. Hat dir Spaß gemacht? Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei, das steht fest. Und euch hat auch Spaß gemacht? Das ist gerade die Abmoderation von Alex. Da fahren die Nächsten. Der Pfälzer fährt auch los. Hier auch. Tschüss. Da fahren sie alle los. Und er auch hier. So Leute, es geht wieder weiter. Das war's mit dem Treffen. Ja, das war's schon. Ich bin schon fast raus in Kassel. Also der Zeltplatz liegt am Rand. Und hier kann man sehr bequem rausfahren. Braucht man nicht durch die Stadt fahren. Geht auch der Fulda Radweg lang. Seht euch, unterquere jetzt gerade hier irgendeine Autobahn. A49, die ich gerade hier, wo ich gerade drunter gefahren bin. Ganz schöner Verkehr. Ja, sind das halt, ja. Fahren jetzt alle wieder auf Montage oder so. Ah ja, gut, wir haben die ersten knapp 10 Kilometer. Und sind im Ort Dürnhang. Ich kann euch ja mal die Karte einblenden, wo ich hier lang düse. Ja, so sieht's hier aus. Hagen. Also irgendwo sollen hier ein paar Fahrradwohnwagenleute sein. Wurde mir gerade gesagt von dem netten Radfahrer. Dass irgendwer liegen geblieben ist hier. Ja, so sehe ich erstmal keinen. Vielleicht sind sie doch schon weiter. Hab bis jetzt noch keinen Fahrradwohnwagen gesehen, aber es geht mega bergab hier die ganze Zeit schon. Wahnsinn. So, wir müssen jetzt rechts. Beschissen schief war es auch noch. Wir fahren mal wieder die A7. Ja, und dann geht es rein in hoffentlich die etwas ruhigeren Gefilde, weil hier war ganz schön viel Verkehr. Aber es war halt die Umgebung hier von Kassel. Da ist ein bisschen mehr los ist. Ja, jetzt fahren wir Richtung Felsberg. Geht mal wieder gewaltig bergab. Ich fahre jetzt hier übrigens parallel zum
zum Kurs Eder. Kann ich auch nochmal die Karte hier einblenden. Ihr wisst doch ungefähr, wo ich bin. Vorheriger Ort war Ellenberg. Ja, und es geht Richtung Felsberg. Oh, jetzt geht es sogar hoch. Ich drehe euch mal um. Schaut mal, so sieht es aus. Jetzt geht es sogar bergan. Sieht man kaum, aber ja, geht hoch. Jetzt geht es über die Eder und die Richtung müssen wir fahren, Richtung Wabern. Ja, da hinter Wabern sind schöne Seen. Da denke ich mal, werde ich die Nacht heute verbringen. Ja, schauen wir mal. Mal gucken, ob der Andreas da auch wieder ist, ob wir den da wiedersehen. Drüben ist der Felsberg. Ja, und teilweise ist der Straßenbelag schlecht. Seht ihr wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen. Ist auch nicht ganz so gut hier. Ja, naja, gut, weiter geht's. Wir haben die ersten gut 20 Kilometer runter. Ist ja schief. Ist öfters mal schief hier, die Straßen. Das ist ganz doof mit dem Hänger. Also Spurbreite ist aber gefragt. Ja, musste gerade abbiegen. Linke ausmachen. Wo ist das auch zur anderen Seite an? Jo, Felsberg. So sieht's ja aus. Ortsrand hier, Felsberg. So sieht's ja aus. Auch wieder schöne Fachwerkhäuser. Mal auf der Karte gucken. Nächster Ort. Ort ist denn Wabern. Ja, habe die ersten 36 Kilometer mittlerweile runter. Wir müssen hier abbiegen nach Richtung Borken, Singlis. Und ja, ich muss sagen, mittlerweile bin ich doch K.O. Habe die letzten Nächte nicht so gut geschlafen beim Treffen. Ja, letzte Nacht vielleicht 5 Stunden geschlafen. Schon früh aufgewacht heute. Ja, und das merke ich jetzt, wir sind gerade K.O. Also allzu lange werde ich heute nicht mehr machen. Motor hat übrigens jetzt 70 Grad, der Puma-Motor, wo es hoch und runter geht, aber ich nehme jetzt den anderen gleich immer kräftig mit dazu. Dann heizt sich der hier nicht so auf. Das war jetzt eine gute Taktik heute. Ja, machen wir noch ein paar Kilometer und mal gucken, ob ich Andreas noch treffe irgendwo. Bis zu unserem verabredeten Ziel sind es jetzt noch 3 Kilometer. Ja, und schaut euch aus, wie es hier aussieht. Gerade mal eine etwas halbwegs ebene Fläche. Da hinten seht ihr die Berge. Guck, da hinten sind sie. Ja, machen wir noch ein paar Meter. Jetzt bin ich im Ort Singlis und guckt mal hier, so ein großes Schaufelrad. Ja, also noch 1 Kilometer, dann bin ich eigentlich da. Kurz hinter dem Ort Singlis, an so einem See, Singliser See. Und hier ist jetzt so ein kleiner Bach, die Schwalm. Und hier so ein altes Wehr. Von André weit und, von Andreas weit und breit keine Spur. Ja, mal gucken, gemeldet hat er sich auch noch nicht, ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Ja, ich gucke dann erstmal, wo ich mich jetzt hier hinhauen kann. Waren schon ein paar gute Stellen hier, aber hier wäre es mir jetzt zu laut. Ich bin jetzt in Borken. Ja, Andreas hat mich angefunkt, der ist noch ca. 10-12 Kilometer entfernt. Ja, ich versuche mich gerade durchzukämpfen, das war gerade Baustelle. Weil drüben ist der Bahnhof von Borken und ich kämpfe mich gerade hier so lang. Mal gucken, ob wir irgendwo ankommen hier. Warte, hier geht es jetzt rum. Oh, ein bisschen weit ausgeholt. Ja, hier geht es jetzt lang. Schauen wir mal, ob wir Andreas noch finden. Das sieht ja interessant aus hier. Wird irgendwas beladen. Ja, keine Ahnung was. Ich werde übrigens immer K.O. Ja, hab jetzt mittlerweile 45 Kilometer runter. Das ist auch schon ganz schön. Mal kurz losfahren, ja. Ja, so kannst du denn hin. Guck mal, richtig schöne Züge da drüben. Toll aus. Oh, hier eine Parteiversammlung. Grüß euch. Wir haben noch 6 Kilometer bis zum Andreas. Ah, guck mal, das sieht jetzt gewaltig nach Regen, nach Gewitter aus.
Mal gucken, ob ich das noch schaffe, bis zu ihm, ohne nass zu werden. Und ich hoffe, dass ich mich da auch hinstellen kann. Nicht, dass da bloß eine Stelle für eine Hängematte ist. Schauen wir mal. Autobahn 45. Wisst ihr, ob ihr was seht? Ich bin jetzt in Büschhausen. Ja, und jetzt muss er gleich kommen. 2 Kilometer noch. Ja. Hier müssen wir jetzt rechts. Muss hier irgendwo im Wald rumhängen, unser Andreas. Ich bin gespannt. Da hinten kommen doch schon Bäume. Da hinten im Wald muss er irgendwo hängen. Hab gerade noch mal seinen Standort gescheckt. Sieht doch schlecht aus, Andreas. Da komme ich doch nicht durch. Nee, das ist. Hier ist jetzt Endstation. Ich habe gerade mal hier mit dem Stock gemessen. Müsste eigentlich passen. Guck mal, steht hier über. Ich mache mal daran. Ja, und dann gucken wir mal hier. So. Der Punkt ist, hier ist eine Kante. Ich bin erstmal hoch. Gut, dass ihr Leute. Mega knapp, mega knapp. Hier. Wahnsinn. Sind durch. Hammer frei. Andreas, ich komme. Hier muss ich mich jetzt noch lang kämpfen. Irgendwo da hinten muss er sein, also ist nicht mehr weit. Irgendwo hier hinten hängt er, aber seht ihr, es wird jetzt ganz schön schlammig. Da muss ich mal kurz zu Fuß gehen. Müsste ich eigentlich hier mit Schwung und Schmackes müsste ich durchkommen, ja. Wir schaffen's! Hallo Andreas! Hier ist eigentlich sein Standort gewesen. Mal gucken, ob er irgendwo aus dem Gebüsch rausgekrabbelt kommt. Wo bist du? Oh, da hinten kommt er raus! Der Waldschrat, mitten bei den Säcken. Haben wir frei, hast du dich gefunden, ja? Ja. Herrlich. War ein ganz schönes Desaster hier durch den Schlamm durch, habt ihr gesehen eben. Ja. Ja, ich dachte, gut. Du bleibst da, wo du den Standort geschickt hast. Nö. Ich wollte zu dir. Deine Heringe abholen. Also. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen eingerichtet am Waldrand. Ja, stehe auch gut, schön eben. Wunderbar, mal gucken, ob heute hier der Jäger kommt. Ich will hoffen, dass er nicht kommt und mich hier möglicherweise verjagt. Da steht der liebe Enduro und schaut mal, hier hinten im Wald ist der liebe Andreas. Da ist eine richtig schöne kleine Lichtung. Das erinnert mich an meine alten Buschkraft- und Wanderzeiten und auch Fahrradtouren habe ich am Anfang so gemacht, ey, ganz toll, herrlich. Ja, wenn man jetzt hier noch einen kleinen Feuerkorb hätte oder so einen kleinen Hobokocher, könnte man sich jetzt hier auch ein kleines Feuerchen machen. Ja, richtig super, Andreas, wie du dich hier eingerichtet hast. Könnte ich ja glatt so die Nacht tauschen mit dir. Ja, richtest dich richtig schön ein, ja. Hast dann auch einen schönen Hobokocher mit. Ein Hobokocher nicht. Du bist ja nicht ein Buschkrafter. Ja. Sein Mann, arm und frei. Ist auch eine schöne Kombination. Vor allem bist du einfach, du bist so der Natur näher. Ist auch wieder schön. Tauchst richtig ein. Kostet natürlich erstmal Überwindung, die erste Nacht allein am Wald. Ist klar, da hat man ein bisschen Schiss, überall knackt es mal ein bisschen. Du hast irgendwelche Geräusche, ne, die du noch nicht kennst. So ja. Dann. Ja. Aber irgendwann merkt man, da ist eigentlich nichts. Wenn man so ein helles Bellen hört, das ist meist der Rehbock. Oder das Grunzen natürlich durch. Das Schwein. Meinst du, hier gibt es noch Waschbären? Hier gibt es überall Waschbären, Hesse. Ich habe massenweise. Ja, die gibt es hier natürlich. Ja. Du wirst ja sehen, wenn er liegt doch schon drin im Schlafsack. Kannst ja deine Wildtierkamera mal aufhängen. Ja, das können wir machen, ja. Klar, die können wir irgendwo hinhängen. Nacht mal hier gucken, was. Ja, dürfen wir uns nicht vergessen, moin. Dass er sich ein schönes Lager gebaut und ich bin echt K.O. jetzt. Ja. Mir gibt es jetzt erstmal was zu essen und dann will ich erstmal ein bisschen ruhen. So Leute, hier gibt es jetzt was zu essen und guck mal, ich habe Besuch bekommen. Hallo. Von 2 Zuschauern, die sind hier mit dem Mountainbike unterwegs und haben mich glatt erkannt. Ja, nicht cool, schlecht, dass wir dich mal getroffen haben. Ja. Und ja, ist eine schöne Gegend hier und ich denke mal, da wirst du noch viel Spaß haben hier. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Hier fahren wir jetzt noch ein bisschen durch die Gegend hier. Das sieht ja überall so aus hier, so ähnlich. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger, herrlich. Ja. Finde ich top hier. Na ja, gut. Erstmal was, bin echt K.O. Wir lassen den Abend jetzt hier noch genüsslich ausklingen.
Andreas ist zu mir runtergekommen. Mit neuen nüsslichen Radler hier. Bei mir gibt es noch ein Käffchen. Wie soll es auch anders sein hier? Jetzt hängen wir die Wildtierkamera noch auf. Wir hören hier schon die ganze Zeit einen Rehbock. Hört er noch? Da hängen wir mal hin jetzt. Ja, er turnt hier schon rum, der Rehbock. Das hört sich fast an, als ob das zwei sind. Hier hängt die gute Kamera jetzt. Andreas rennt schon mal durch. Sind wir wieder beim Wohnwagen, hauen wir uns mal hin. Die Sonne ist weg. Ja, jetzt gleich dunkel werden. Gucken, ob noch der Förster kommt. Na, mal gucken, vielleicht kommt ja was. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn nichts weiter ist, bis morgen früh, ja, gutes Nächtle. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich habe den Drang hier angeschmissen. Gibt es den ersten Kaffee, beziehungsweise setzen wir das Wasser drauf. Ja, draußen sind 6 Grad, echt frisch. Ja, es ist kurz nach 7. Ja, das Wetter sieht richtig schön aus, aber es ist, wie gesagt, sehr frisch. 6 Grad und das Mitte Mai. Mal gucken, mal, da ist eine Maus. Ja, und der Andreas fährt heute los. Und ich werde heute hier einen kleinen Pausentag machen. Werde allerdings heute Nachmittag auch noch so 20 Kilometer fahren. Muss noch ein bisschen einkaufen. Ja, das ist der Tagesplan heute. Andreas ist auch schon hier. Es ist mittlerweile 7.25 Uhr und er kriegt erstmal seinen Kaffee. Kaffeewasser. Meinst du, wie viele Tage brauchst du noch, Andreas? Ja, bestimmt 4. Ich wollte erstmal bis Kölbe. Ah. Ja, mal gucken, wie weit ich da komme. Ja, wenn ihr die Tour-Videos sehen wollt von Andreas, wisst ihr ja, auf seinen Kanal schalten. Wir haben die Wildtierkamera geholt und wir haben festgestellt, Andreas wird von einem Rehbock gestalkt. Der hat ihn beobachtet. Ganz tolle Aufnahmen haben wir hier. Wahnsinn. Richtig super. Der hat ihn schön von oben beobachtet, vom Wächter. So, der Andreas verlässt mich jetzt. Will mich alleine lassen. Da fährt er lang hin. Jetzt kommt gleich der Matsch, wo ich gestern auch durchgefahren bin. Schaut mal, heute Morgen war der Rehbock da. Wahnsinn, wie toll. Das ist ja richtig, hat posiert vor der Kamera. Guckt euch das an, was für ein schönes Tier. Herrlich, 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 herrlich. Ganz tolle Tiere. Dreimal gefilmt. Das ist jetzt weg und ich habe mir jetzt nochmal alle Daten rausgesucht. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 320 Kilometer geschafft und ich habe verbraucht, vorne durch den Puma-Motor sind bis jetzt 5,7 Kilowattstunden Strom durchgegangen. Ja, das ist ganz beachtlich, aber gut, über 300 Kilometer schon. Ja, gestern die Strecke waren fast 60 Kilometer, also so weit wollte ich eigentlich gar nicht fahren. Ja, Fahrzeit 2 Stunden 15. Temperatur aktuell hier drinnen 13 Grad und die Durchschnittsgeschwindigkeit sind 17 Kilometer die Stunde. Ja, haben wir nochmal alle Daten. Jetzt, ich fahre jetzt hier gerade los an der Stelle, wo ich mich vom Andreas verabschiedet habe und ich fahre jetzt grob Richtung Gießen. Mal schauen, wo ich dahin fahre. Vielleicht fahre ich auch runter bis Darmstadt und treffe mich vielleicht noch mit dem Oliver. Weiß ich noch nicht genau. Ja, auf jeden Fall geht es erstmal diese grobe Richtung runter. Und ich bin jetzt beim Ort, das mal, Bad Zwesten. Muss ich mich noch hier durch diesen etwas schlechteren Weg, Waldweg durchkämpfen. Der Akku am Wohnwagen, am Fahrrad hat jetzt hier noch 51,7 Volt. Ja, mit Nachladen ist heute ein bisschen schlecht, ist ganz schön bewölkt. Oberhalb von Gießen, oberhalb von Marburg möchte ich hin. Weil der Andreas ist da wieder. Vielleicht besuche ich ihn auch, weiß ich aber noch nicht genau. Mich würde es ja schon interessieren, wo sich der Andreas heute Nacht wieder hinhängt. Hier müssen wir jetzt rechts. Müsste ein kurzes Stück Bundesstraße sein. Jetzt hier die B485 und dann kommen wir gleich. Andreas fährt übrigens unten am Bach lang. Das ist auch gut so, ey, hier gleich im Ort der erste Anstieg. Ich fahre jetzt Richtung Ort Bergfreiheit. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wieso das so heißt. Geht nämlich schön berghoch. Aber richtig schöner Wald hier. Schaut euch das an, herrlich.
Ah, hier brauchst du echt einen Motor. Am Wohnwägelchen. Das ist hier hoch und runter, Wahnsinn. Dodenhausen. Ja, und guck, da ist so ein Geschwindigkeitsmessteil. Guck mal, wie schnell hier reinfällt, sind fast 30 Sachen. Die ersten 17 Kilometer haben wir geschafft. Ja, und der liebe Andreas weiß gar nicht, dass ich sein großer Stalker-Fan bin. Ich verfolge ihn nämlich. Und als nächster Ort kommt dann Gemünden. Ja, und da gehen wir dann auch einkaufen. Die Wessis werden wir da wohl einen richtigen Konsum haben. Ah, seht mal, gerade anderes Thema. Ganz schön kahl da, also hier muss auch ziemlich viel vertrocknet gewesen sein, haben auch Kahlschlag gemacht. Enduro René, ein Ossi auf Abwägen. So, irgendwo soll hier Rewe sein. Ja, ich komme rechtzeitig, der Bauer gilt gerade. Spiritus, Leute, brauchte ich hier. Fressbeutel ist wieder voll und sie hatten auch hier diese schönen Haferriegel. Haben sie nicht immer, aber hier war alles da und wie ihr gesehen habt, Spiritus ist auch da. So, jetzt kann es weitergehen. Jetzt gönne ich mir erstmal so einen schönen Riegel und eine kleine Banane. Dann habe ich wieder Kraft für die nächsten 20 Kilometer. Ich fahre jetzt gerade aus Gemünden raus und schaut mal, hier ist der Bahnhof. Und so ein kleines Modell, alter Bahnhof, oder hinten. Auch noch ein paar Loks, kann man sich da angucken. Kleine Autos hier. Das war zu spät, da hinten waren noch ein paar Pferdchen, hinterm Mögelkreis. Sagt mal, wie sieht das denn hier aus? Was ist hier los? Guckt euch das an. Ja, es hat ziemlich viel geregnet hier und wenn der Bauer hier lang fährt, ist es natürlich auch recht schlammig. Hier gibt es auch ein bisschen Leerstand, oder? Ist wahrscheinlich als Werkstatt ausgebaut. Also, wie gesagt, immer wieder schön diese Rundbauernhöfe wie eben. An welchem Ort bin ich jetzt eigentlich? Rosenthal und dann Richtung Marburg und davor kommt Kölbe. Da wollte der liebe Andreas hin. Mal schauen. Ja, richtig schöne Gegend. Ganz toll. Leicht hügelig. Geht mal wieder berghoch. Akku geht runter, schon auf 45 Volt. Zum Glück habe ich hier noch einen zweiten am Fahrrad. Und im Wohnwagen habe ich auch noch einen zweiten. Ja, aber Sonne kommt nicht allzu viel rein, wie ihr seht. Bewölkt, wechselnd bewölkt. Ja, die Scheibe hier sind ein paar Regentropfen drauf. Immer mal was runter. Erste Pullerpause. Quatsch, das ist ja schon die zweite Pullerpause. Erst hat sich gar nicht gefilmt. Ja, kurz vor dem Ort Rosenthal. Der Ort ist da unten, seht ihr? Da müssen wir gleich runterdüsen. Ja, wir sind schon gut vorwärts gekommen. Und dafür, dass ich eigentlich heute nicht weit fahren will oder wollte, ja, seht ihr, jetzt sind wir schon bei fast 35 Kilometern. Geht dann immer weiter. Man kommt dann doch immer gut vorwärts, obwohl es bergig ist. Dort Rosenthal. Hiernach geht es gleich wieder berghoch. Wunderschöne Gegend. Allerdings merke ich gerade, es ist gleich um 3 und der Berufsverkehr geht langsam los. Wird im Verkehr jetzt mehr. Jo. Naja, wir fahren noch ein Stück, noch 5 Kilometer. Dann hauen wir uns irgendwo hin und warten erstmal auf Nachricht von Andreas. Ah, ja. Ich habe ihm vorhin eine Nachricht geschickt, leider habe ich noch keine Antwort bekommen. Er wird noch irgendwo hier durch die Gegend sich kämpfen. Der fährt ja unten im Tal lang. Ich fahre ja um oder Berge. Das ist jetzt der vorletzte Ort vor Kölbe und wir stellen uns gleich im Wald. Grüßt euch. Grüßtest bestanden, die Leute hier. Ja, ich wollte jetzt hier Sonne nachtanken, stehe günstig. Gut, es ist gerade eine Wolke davor, aber da drüben mähen sie Rasen. Ja, muss ich mal wieder wenden hier. Man muss ganz eng einschlagen und dann kommt man doch gut rum. Weiter geht's. Lassen wir die Jungs weiter hier Gras ernten. Heu machen die. Mal wieder so ein toller Bauernhof. Sieht einfach mal cool aus. Hier geht's jetzt über den Berg hoch. Gerade eine Pause gemacht. Also angehalten und geguckt, ob der Andreas sich gemeldet hat. Hat er nicht. Und ja, ich fahre jetzt noch ein Stück weiter Richtung Schönstadt und danach Kölbe.
Denn da unten geht der Radweg lang, der R2, habe ich gerade gesehen. Und wenn, dann haut er sich da unten irgendwo hin. Hier hoch wird er nicht kommen. Bin jetzt nur so 5 Kilometer entfernt vom Radweg. Mal gucken, vielleicht passt es irgendwie heute, dass es wieder klappt oder nicht. Mal gucken. Ja, es regnet gerade. Da bin ich froh über das Dach hier. Schützt schön. Auf der anderen Seite kommt ein bisschen was rein, aber geht noch. Ja, und hier geht es jetzt weiter runter erstmal. Bin jetzt hier in Schönstadt, regnet immer noch ein schön, guckt euch das an hier. Gewaltig prasselt das hier runter. Ja, hab gerade mal auf der Karte geguckt und den Akku gewechselt, war jetzt runter. Ja, und er hält ein Auto an und fragt, ob ich Hilfe brauche. Wahnsinn, also tipptopp, super. Hier natürlich noch mal gleich noch mal berghoch. Und auf jeden Fall bei dem Wetter. Ja, weiß ich, warum sich Andreas nicht meldet. Wird da kämpfen, mit Regensachen erstmal anlegen. Das ist halt wirklich der Vorteil mit den Dächlein hier. Das hätte ich jetzt gleich Regensachen anziehen müssen, ansonsten müsste ich ja gleich durch hier. Das war ja eine mega Pusche. Jetzt hört es zum Glück auf. Wird jetzt hier ein bisschen klarer. Gut, bis gleich. Bin in Reddehausen. Ja, hier an der Bushaltestelle sind sie gerade alle durch den Gusttest durchgefallen, Jugendliche. Ja, und ich wollte gerade sagen, Ostdeutschland härter als der Rest. Ich fahre durch den Regen wie ein Irrer. Aber mir fällt gerade in. Nein, Andreas ist ja viel härter als ich. Fährt hier ohne Mutter durch die Gegend. Da sind wir links. Wahnsinn, was hier am Bus fährt. Das ist eine Nebenstraße. Der 50. Bus. Müssen wir hier wieder hoch. Golfplatz steht da. Restaurant. Na, fahren wir nochmal hoch. Ja, hier ist jetzt ein kleiner Friedhof. Und ein wunderschöner Wasserhahn. Da können wir noch ein bisschen was abzapfen. Lass mal ein bisschen ablaufen. Da steht der Wohnwagen. Und da ist so ein Golfclub. Alles sehr schön aus. Und ich werde hier noch ein kleines Stück hochfahren und mich da hinstellen. Also super Stelle hier gefunden. Kurz vor Kölbe und Marburg. Ich glaube, das ist noch Golfplatzgelände hier. Gut, obwohl hier kein Schild stand jetzt. Ich habe mich jetzt hier eingerichtet, stehe hier im Prinzip mitten in diesem Golfgelände, Golfplatzgelände. Ja, die Straße darf man hier befahren, hier war auch eben ein Gassigeher. Ist alles kein Problem. Ja, schöne Aussicht hier, ich drehe euch mal um, guck mal, da schaue ich hin. Leider auch ein bisschen hier auf diesen Schotter, aber hier ist auch eine wunderschöne Eiche, ganz toll. Ja, ein bisschen Solar tanke ich auch nach, ein bisschen was kommt rein. Ja, und hier drinnen gibt es erstmal eine schöne Brotzeit. Ich habe mir nämlich so eine schöne Salami gekauft. Normalerweise esse ich sowas so gut wie gar nicht zu Hause, aber bei der Tour kriegt man irgendwie Appetit auch mal auf sowas. Ja, sieht richtig lecker aus. Ist vom richtigen Fleischer, habe ich vorhin da beim Rewe gekauft. Mal gucken, wie es schmeckt. Ja, super. Kuckuck, du kannst hier nicht stehen. Scheiße, da muss ich wieder weg. Ja, guck mal, wer ist der Joachim. Habt ihr da was mitgebracht? Das passt aber gar nicht in meinen Diätplan. Ja, ich habe aber noch was mitgebracht. Einmal vor allem. Wahnsinn, aber die habe ich gar nicht gerechnet. War jetzt gerade beim Andreas. Ach, bei dem war es hoch? Ja. Oh, ja, das ist natürlich cool, wenn man ein Auto hat. Ja, also ist nicht schlecht. Ja. Aber mal Andreas. Ja. Und dann, ich war beim großen A einkaufen. Ja. Ah. Dann kam gerade die Dings, das war ein Kilometer dahin. Ah. Dann bin ich erst zum Andreas. Dem habe ich übrigens auch Gummitierchen gebracht. Ah. Und dann bin ich weiter zu dir. Ich habe einen neuen Namen für dich. Stalker. Ein Engel auf Erden. Oder Stalker. Oder so der Superstalker. Ich dachte, das bin ich. Ich verfolge nämlich Andreas. Das weiß er gar nicht, er ist ein Stalker. 20 bin. Kilometer weiter steht er. Ich habe mich gut getarnt. Ja, ach, 20 Kilometer? 20 Kilometer sind das ungefähr. Ah, na gut. Steht er weiter. Ja, seht ihr, hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Können wir nachher nochmal auf der Karte gucken, wo Andreas ist. Achim fährt wieder los. Der Engel auf Erden. Mit seinem weißen Audi. Tschüss. Wir gehen jetzt wieder in eine gute Stube. Ich werde mich jetzt hinlegen, erstmal gucken, wie spät das ist. Ja, es ist schon 10:45. Mensch, draußen nur noch 8,6 Grad. Das ist schon frisch geworden, so wie gestern. Die Nächte sind echt frisch. Ich glaube, das soll jetzt runtergehen bis auf 2, 3 Grad oder die nächsten Tage. Hier gibt es jetzt noch einen guten Nachtkaffee.
Ja, und ich esse noch ein paar Gummitierchen. Und dann wird sich hingelegt. Ach so, die Daten wollte ich noch durchgehen mit euch. Ja, ist jetzt kurz vor 11. Das waren heute 52 Kilometer. Ja, nicht schlecht. Dafür, dass ich eigentlich bloß 20, 25 fahren wollte, kann man nicht meckern. Gut, Andreas hat wohl so um die 90 gemacht. Wahnsinn. Und das alles ohne Motor. Ja, Fahrzeit waren 2 Stunden und 30 Minuten. 17,5 Kilometer die Stunde ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und Gesamtstrecke 350 Kilometer. Ich habe jetzt mal die Karte rausgeholt und wie ihr seht, ich bin hier oben nördlich von Kölbe und der Andreas, der ist schon südlich von Marburg, sogar südlich hier von Weimar an der Lahn bei Niederwalgen, Frohnhausen. Seht ihr das da? Da ist er im Wald irgendwo, da hat er sich hingehauen. Wahnsinn. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, das soll es für den heutigen Fahrtag gewesen sein. Mal gucken, wie ich die Nacht hier verbringe. Und ich würde sagen, wir hören es denn morgen früh in alter Frische wieder. Ja, also, gutes Nächtle. Es kommt nichts mehr, merkwürdig. Ganz komisch. Es kommt so nicht nochmal. Die Kamera, aber es war klar. Was wie eine Katze so. Gut, okay. Ich würde sagen, das soll es denn jetzt erstmal mit dem Teil hier der Tour gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Teil der Tour. Ja, und würde sagen, das Wetter sieht super aus, also selber rausfahren. Ja, okay, und ja, macht euch dann eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video jetzt rauskommt. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, euer Enduro-René. Ciao, euer Enduro-René. Das war extra für meinen Freund Dirk, bekannt auch als Darkside Hessen. Ja, ciao, meine Lieben. Denn ich bin jetzt hier in Stadtnähe.